Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Entschuldigen Sie die kleine Verspätung. Kurze Information, wir werden den Vortrag heute in Hochdeutsch abhalten, weil wir sehr viele internationale Gäste auch hier haben und deshalb halt nicht im Dialekt, sondern auf Hochdeutsch. Durchlauchter Herr Prinz, geschätzte Landtagsabgeordnete, liebe Gäste und Medienvertreter, sehr geehrter Herr Kruse. Es freut mich sehr, Sie im Namen des gemeinnützigen Vereins Initiative A begrüßen zu dürfen. Besonders ehrt uns die Anwesenheit des Erbprinzen. Durchlaucht, wir schätzen es außerordentlich und werten dies als erneutes Zeichen Ihrerseits, sich für eine gesellschaftliche Versöhnung einzusetzen. Herzlichen Dank und grüß Gott, Durchlaucht. Geschätzte Gäste, eines der zentralen Anliegen unseres Vereins ist die Förderung der Meinungsbildung und des offenen Diskurses. In diesem Sinne verstehen wir unseren heutigen Vortragsabend über die WHO-Verträge. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und können unsere Arbeit für eine offene, gut informierte und versöhnte Gesellschaft nur dank Spenden bewerkstelligen. Trotzdem haben wir uns entschieden, für diesen Vortragsabend keinen Eintritt zu verlangen. Wir haben uns aber erlaubt, Spendenboxen aufzustellen, um unsere Unkosten abdecken zu können. Wir sagen jetzt schon herzlichen Dank für Ihre wohlwollende Spende. Ich habe schon gesehen, es haben einige schon davon Gebrauch gemacht. Vielen Dank. Wie Sie vermutlich wissen, ist Liechtenstein nicht Mitglied der Weltgesundheitsorganisation WHO. Ein möglicher Beitritt steht derzeit jedoch im Raum. Unserer Überzeugung nach ist es deshalb wichtig, über dieses Thema zu informieren und auch offen darüber zu sprechen. Der WHO-Grundgedanke, sich weltweit für die Gesundheit einzusetzen, ist zweifellos zu begrüßen. Allerdings ist die WHO vor allem in den vergangenen 25 Jahren zunehmend in die Kritik geraten. Dazu ein Zitat der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages vom März 2019. In der Vergangenheit sah sich die WHO zunehmender Kritik ausgesetzt, wonach externe, nichtstaatliche Akteure wie Unternehmen oder Stiftungen Einfluss auf das operative und normative Geschäft der WHO ausübten und diese für ihre eigenen Zwecke instrumentalisierten. Ende Zitat. Insbesondere kritisiert wurde der Einfluss von privaten Akteuren wie philanthropischen Stiftungen, was die WHO finanziell abhängig mache und sie in Interessenskonflikte bringe. Nun, derzeit ist die WHO bestrebt, sich über zwei Verträge sehr weitreichende Kompetenzen zu sichern, den Pandemievertrag und die erweiterten internationalen Gesundheitsvorschriften. Beide Verträge werden in den Medien und der Öffentlichkeit kaum thematisiert und dies, obwohl sie äußerst weitreichende Auswirkungen haben können. Kritiker sehen nicht weniger als die nationale Souveränität der einzelnen Staaten gefährdet. In der Schweiz etwa bezeichnet der bekannte Herzspezialist Dr. Paul R. Vogt die aktuellen Bestrebungen der WHO als Zitat angestrebte Gesundheitsdiktatur und als Versuch, die WHO in die oberste Weltregierungszentrale mit Weltgesundheitspolizei zu verwandeln. Vor diesem Hintergrund ist es umso wichtiger, dass man sich sehr gut informiert, bevor man solche Verträge unterzeichnet oder auch nicht unterzeichnet. Wir freuen uns sehr, dass wir einen der profundesten Kenner der WHO-Verträge für unseren heutigen Vortrag gewinnen konnten, den Rechtsanwalt Philipp Kruse aus Zürich. Der Referent war in den vergangenen Monaten mit seiner Expertise in fast ganz Europa gefragt, um über die WHO-Verträge zu informieren, so auch im EU-Parlament und im Deutschen Bundestag. Weil es zu den ureigenen Aufgaben von Anwälten gehört, Verträge kritisch zu betrachten, wird Philipp Kruse heute natürlich besonders die problematischen Punkte beleuchten. Geplant ist, dass der Vortrag rund 45 Minuten dauert. Direkt anschließend stellt sich der Referent Publikumsfragen, natürlich auch sehr gerne kritischen Fragen. Liebe Gäste, WHO-Verträge, Gefahr für unsere Demokratie und unsere Gesundheit. Begrüßen Sie bitte herzlich willkommen in Liechtenstein, Philipp Kruse. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese freundlichen Einführungsworte und für die herzliche Begrüßung
Und ich möchte vorausschicken, es ist für mich eine ganz besondere Ehre, heute Abend zu Ihnen sprechen zu dürfen. Heute, wir haben anwesend den Erbprinzen von Liechtenstein durchlaucht. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute Abend dabei zu sein. Es ist eine große Ehre für mich, Ihnen das näher bringen zu dürfen. Aber ebenso ist es für mich auch eine große Ehre, dass auch zahlreiche Mitglieder des Landtags von Liechtenstein, also Vertreter des Volkes, hier anwesend sind, um sich ein Bild zu verschaffen über dieses Thema. Und nicht zuletzt auch Sie selbst, die Sie hierher gekommen sind, begrüße ich ganz herzlich und ich danke Ihnen, dass Sie offen diesem Thema gegenüberstehen. Ich möchte vorwegnehmen, der Titel lautet des heutigen Abends WHO-Pandemie-Verträge. Und das bezieht sich natürlich auf die juristisch zwei vorliegenden und in Diskussion und Verhandlung befindlichen rechtlichen Instrumente. Denn die WHO und ihre Mitgliedstaaten haben Ende 2021, also knapp zwei Jahre nach Pandemiebeginn, den Entschluss gefasst, der WHO mehr Kompetenzen zu übertragen, weil sie der Auffassung waren, dass die gesamte Welt unvorbereitet im Zeitpunkt Anfangs 2020 war. Unvorbereitet gegenüber diesem Phänomen Covid-19 und dass die WHO zu schwach darauf reagiert habe. Dann hat man im Dezember, Anfang Dezember 2021, eine außerordentliche Generalversammlung einberufen und dort den Entschluss gefasst, mittels zweier Arbeitsgruppen zwei jeweils separate Rechtsinstrumente auszuhandeln und bereitzustellen, welche die Säulen darstellen für eine neue WHO-Struktur, einer erweiterten Kompetenz der WHO. Und deshalb müssen wir immer von zwei Verträgen sprechen. Das eine ist der mittlerweile in aller Munde befindliche Pandemievertrag, ein eigentlicher neuer Vertrag, den es vorher so nicht gegeben hat und für den es jetzt im Mai, sollte er zur Abstimmung gelangen, eine Zweidrittelsmehrheit braucht bei der Weltgesundheitsversammlung. Und das andere ist eine Anpassung eines schon bestehenden völkerrechtlichen Vertrages. Und das sind die internationalen Gesundheitsvorschriften. Auch die internationalen Gesundheitsvorschriften sind ein völkerrechtlicher Vertrag. Und weil es sich bei diesen internationalen Gesundheitsvorschriften nach der Logik der WHO-Verfassung nur um technische Richtlinien handelt, hat man damals in die WHO-Verfassung hineingeschrieben, braucht es für solche Gesundheitsrichtlinien nur ein einfaches Mehr der WHO. Weltversammlung, der WHO-Versammlung, also nächsten Mai ein einfaches Mehr, mit der Folge eines automatischen Inkrafttretens. Nun, und das ist deshalb besonders besorgniserregend, weil ausgerechnet in diesen eigentlich technischen Gesundheitsvorschriften die schwerwiegendsten, stärksten Veränderungen verankert sind, und sehr viel stärkere Veränderungen als im Pandemievertrag. Und deshalb beschränke ich mich heute Abend, auch aufgrund der zeitlichen Verhältnisse, ausschließlich auf die stärksten Auswirkungen der Anpassungen der internationalen Gesundheitsvorschriften. Das heißt, ich werde Ihnen praktisch keine Ausführungen zum neuen Pandemievertrag machen im technischen Sinne, sondern mich fokussieren auf die Anpassung der internationalen Gesundheitsvorschriften. Sie haben ganz grob gehört, wer ich bin. Ich habe mein Anwaltspatent in der Schweiz gemacht, in Bern. Ich bin Schweizer, habe Schweizer Militärdienst gemacht und bin seit 1997 Rechtsanwalt, Wirtschaftsanwalt mit Schwergewicht Steuerrecht und habe Ende 2020 für mich entschieden, ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, durch Gerichtsverfahren zu einer Überprüfung der staatlichen Maßnahmen beizutragen, zu einem vernunftbasierten Diskurs, zu einem verfassungsmäßigen Diskurs. Und so bin ich vor zwei Jahren dann immer stärker auch zum Thema WHO gekommen, weshalb ich mich in diesem Bereich
zusätzlich spezialisiert habe. Ich kann Ihnen aber sagen, das ist eine Pro-Bono-Tätigkeit, die aber mit für mich großer Ehre verbunden ist, wenn ich eben zu Parlamentariern sprechen darf, zu Politikern und auch zu interessierten Bürgern. Ja, und nun starten wir, weil wirklich nur wenig Zeit zur Verfügung steht, direkt in medias res. Ich konzentriere mich auf die wichtigsten, die wesentlichsten Anpassungsvorschläge dieser internationalen Gesundheitsvorschriften und ich werde Ihnen dann anschließend meine verfassungsrechtliche Würdigung dazu vortragen und am Schluss auch noch zur Frage Stellung nehmen, ja, wer finanziert denn eigentlich diese Weltgesundheitsorganisation und wo sind die treibenden Kräfte? Sind es die Staaten selber, die durch ihre Beiträge die WHO finanzieren oder gibt es da andere Kräfte? Gut, also die internationalen Gesundheitsvorschriften, wenn Sie auf die Homepage der WHO gehen, dann sehen die etwa so aus. Wir sehen in 6 Bereichen besonders besorgniserregende Anpassungen. In 6 Bereichen, ich gehe eine nach dem anderen durch, es werden nicht alle Bereiche gleich lang und gleich viel Zeit in Anspruch nehmen. Die ersten 3 etwas mehr, die anderen letzten 3 etwas weniger. Und ich möchte Ihnen zeigen, alles, was ich Ihnen vortrage, das sehen Sie aus diesen Gesundheitsvorschriften. Das können Sie herauslesen. Das habe ich nicht erfunden. Und natürlich zum Verhandlungsstatus ist zu sagen, wir lesen immer wieder, wenn offizielle Vertreter, beispielsweise wie in der Neuen Zürcher Zeitung, die Diplomatin Nora Kronik am 5. Dezember 2023 in einem Interview dazu Stellung nimmt, dann lesen wir immer wieder, diese jetzt vorliegenden Anpassungsvorschläge, die sind nicht maßgebend. Schauen Sie, wir verhandeln und wir verhandeln noch weiter bis zum Beginn der Weltgesundheitsversammlung und das, was dann vorliegen wird, das, was dann zur Abstimmung gelangen wird, darüber müssen wir sprechen. Natürlich hat sie nicht ganz Unrecht, es wird verhandelt, es wird viele Anpassungen noch geben, aber diese Bereiche hier, die werden bleiben. Und warum? Weil davon die Staaten die ganze Zeit sprechen. Und das möchte ich Ihnen eben auch bei dieser Gelegenheit mitteilen. Das sind die Grundpfeiler dieser neuen WHO-Ordnung und die werden nicht verschwinden bis zum nächsten Mai. Nun, der erste Punkt. Wir sehen hier an verschiedenen Klauseln, dass der Generaldirektor der WHO, Dr. Tedros, dass seine Möglichkeiten, einen Weltgesundheitsnotstand auszurufen, massiv erweitert werden. Es sind zahlreiche Bestimmungen, an denen wir das erkennen. Und was heißt das, wenn jemand einen Weltgesundheitsnotstand ausrufen darf? Dann hieß das bisher, in all meinen Gerichtsverfahren hat mir das Bundesgericht gesagt, in Zeiten der Pandemie haben die Behörden einen erweiterten Ermessensspielraum. Und wir als Bundesgericht dürfen in diesen Ermessensspielraum nicht eingreifen, außer es sei nachgewiesen, die Behörden hätten entgegen der WHO gehandelt. Wissen Sie, was das bedeutet? Das heißt, bisher hat sich das Bundesgericht in der Schweiz auf den Standpunkt gestellt, solange ein internationaler Gesundheitsnotstand herrscht, gilt das Recht der WHO. Das war Vergangenheit. Gut, und in Zukunft wird das noch eben sehr viel stärker Bedeutung gewinnen. So sieht das Dokument aus, wenn Sie es im Internet suchen. Die Anpassungsvorschläge liegen auf dem Tisch der Öffentlichkeit seit etwa 1. Dezember, 30. November 2022. Sie wurden nachher noch einmal neu aufgelegt, am 6. Februar 2023 in eine etwas schönere Form gebracht, mit identischem Inhalt. Das heißt, alles, was ich Ihnen jetzt vortrage, das liegt so seit über einem Jahr auf dem Tisch und ist der Öffentlichkeit zugänglich. Hier also dieser internationale Gesundheitsnotstand. Worauf, auf welcher Rechtsgrundlage basiert dieser internationale Gesundheitsnotstand? Auf Englisch übrigens Public Health Emergency of International Concern. Und weil wir etwas unter Zeitdruck stehen, werde ich vielleicht von Fake sprechen oder von internationalem Gesundheitsnotstand. Und der ist bisher schon seit 2007 rechtsverbindlich in den Gesundheitsvorschriften dort verankert, in Artikel 12. Das gab es schon bisher. Und auf dieser Basis wurde der Corona,
Pandemienotstand ausgerufen am 30. Januar 2020. Und er wurde aufrechterhalten bis zum Mai, Anfangs Mai 2023. Das sind 3 Jahre und 3 Monate, hatten wir Weltgesundheitsnotstand. An einen Notstand knüpfen sich zum Beispiel Notzulassungen für Impfsubstanzen, die es sonst nicht geben würde, diese Notzulassungen. So, das ist die bisherige Rechtslage. Was ist neu? Und hier habe ich aus dem Text herauskopiert, neu soll nicht nur ein internationaler, globaler Weltgesundheitsnotstand möglich sein, sondern auch ein regionaler Gesundheitsnotstand oder eine Vorstufe zu einem Gesundheitsnotstand. Es könnte sein, dass, da haben wir auch weitere Bestimmungen genau in diesen Anpassungen, wo steht auch potenzielle Gefahren, die sich noch nicht materialisiert haben, könnten auch zu einem Notstand führen. Hier sehen wir schon, das ist eine Erweiterung, ist aber noch lange nicht alles. Es gehört zu diesem Artikel 12 ein Entscheidungsbaum im Annex 2 dazu. Und in diesem Entscheidungsbaum sind quasi neue Punkte eingeführt worden, die für sich alleine betrachtet, nach bisherigem Wortlaut, ein Jahr schon auf dem Tisch, ausreichen sollen. Zum Beispiel eine menschliche Grippe, Human Influenza caused by a new subtype. Also eine menschliche Grippe durch einen neuen Subtypus ausgelöst, darf die Voraussetzung oder darf ein Vorwand sein, um einen Weltgesundheitsnotstand auszurufen. Oder eine schwere Infektion, bei welcher Mensch-zu-Mensch-Übertragung nicht ausgeschlossen werden kann. Ja? Wo können Sie eine Übertragung Mensch zu Mensch überhaupt ausschließen? Dann diese gesamte Vorstellung One Health, das ist eine Konzeption, das ist ein ganzes Gedankengebäude, über das man schon seit rund 15 Jahren sehr viele wissenschaftliche Artikel verfasst. Und das letztlich davon ausgeht, dass eine Bedrohung, eine gesundheitliche Bedrohung ja nicht nur von Viren ausgeht, sondern es kann ausgehen von der Umwelt, von der Tierwelt, vom Rückgang der Artenvielfalt. Das ist alles auch nicht bestritten. Nur, das alles kann einen Anlass bieten, einen Vorwand bieten, um einen Weltgesundheitsnotstand auszurufen. Das heißt, im Extremfall steigender CO2-Gehalt oder steigende Temperaturen, da haben wir schon ganz klare Aussagen von Tedros in diese Richtung, können nach seiner Auffassung die Grundlage bieten oder der Vorwand sein für einen Weltgesundheitsnotstand. Man sagt, wir haben höhere Temperaturen, es gibt mehr Herzinfarkte, weil mehr Herzinfarkte müssen wir Gesundheitsnotmaßnahmen einleiten. Oder letzten Sommer haben Sie gesehen, in Deutschland Hitzenotpläne. Ja, was heißt das? Das heißt, dass die Liste der Voraussetzungen, ich sage Vorwände, eine Pandemie und damit Notrecht auszurufen, die wird ins Uferlose erweitert. Sie ist nicht mehr eingrenzbar. Das nennen wir, Juristen nennen das Willkür. Ja, wenn man aus beliebigem Grund sagen kann, ab heute herrscht wieder, und zwar ohne Grenzen, herrscht Notstand. Es fehlen klare Standards. Wir haben ein Willkürverbot in praktisch allen Verfassungen. Und wir haben die Willkür ersetzt, der absolutistischen Herrscher, durch das Gesetzmäßigkeitsprinzip. Das heißt, es muss klare Standards geben und die müssen auch überprüft werden können. Das ist der erste Kritikpunkt. Große Standards. Wer stützt am Ende? Wer drückt auf den Stoppknopf? Wer sagt, wann eine Pandemie nicht mehr erforderlich ist? Wer kann das sagen? Niemand, es sei denn, die gesamte Weltgesundheitsversammlung rauft sich zusammen und verlangt das. Also, hier, das sind die einige der Kernelemente jeder demokratischen Verfassung, die hier betroffen sind. Ich komme am Schluss in meiner Gesamtwürdigung darauf zurück. Worauf ich nämlich hinaus möchte, ist, dass wir Kernelemente unserer Verfassung in jedem Staat haben, ob in Liechtenstein, in der Schweiz, die Voraussetzungen sind, damit wir überhaupt eine Demokratie haben können. Und die sind erkennbar, die sind definierbar, so wie beim Mensch die lebenswichtigen Funktionen wie Atmung, Blutzirkulation, Immunsystem, Schlaf. Wenn Sie eines dieser Elemente einfach abschalten, dann wird der Mensch früher oder später sterben. Und solche Grundvoraussetzungen hat auch jede Demokratie. Gehen wir weiter. Es ist in den Medien häufig, wenn davon die Rede ist, wird bestritten oder wird die Aussage getroffen, das ist doch alles nur Empfehlungscharakter.
Ja, in der Vergangenheit war es so gemeint vielleicht. Und in der Tat, wenn Sie in die WHO-Verfassung hineinschauen, Artikel 2, und das alles lesen, diese lange Liste, dann kommen Sie zur Schlussfolgerung, ja, man hat die WHO konzipiert als eine beratende internationale Organisation. Sie stellt Know-how zur Verfügung, eine Plattform, das sind die Experten und dort kann man sich das Wissen holen. Das war die Grundkonzeption. Warum sage ich jetzt, dass diese Empfehlungen Verbindlichkeitscharakter bekommen? Ich führe zur Beweisführung 3 Artikel an in den Änderungsvorschlägen. Artikel 1, Definitionsartikel, da wurden bisher diese Empfehlungen, Recommendations, als non-binding charakterisiert. Non-binding als Charaktermerkmal wird oder soll gestrichen werden. Es ist im jetzigen Vorschlag seit einem Jahr so auf dem Tisch. Das ist Punkt 1. Dann das zweite Element, Artikel 13a der Vorschläge. Da steht, ich übersetze es gleich direkt, die Vertragsparteien anerkennen die WHO als die Führung oder führende und koordinierende Behörde. Und hier kommt es. Und sie, they undertake to follow, englisches Juristendeutsch, heißt, sie verpflichten sich zu befolgen die WHO-Empfehlungen. Sie verpflichten sich zu befolgen. Wenn man einen solchen Vertrag unterzeichnet, dann ist das eine völkerrechtliche Verpflichtung. Natürlich, ja, ich gehe noch weiter, kommen wir noch zum nächsten Punkt. Artikel 42, ein bestehender Artikel, der aber etwas Ergänzungen bekommt. Und zwar, bisher wurden nur in Bezug auf Gesundheitsmaßnahmen, die aber noch nicht Empfehlungscharakter hatten, gesagt, dass die von den Mitgliedstaaten begonnen werden sollten, shall be initiated and completed without delay. Und jetzt schreibt man in diesen Artikel noch hinein, auch vorübergehende Empfehlungen und auch permanente Empfehlungen, die eben bisher rein Unverbindlichkeitscharakter hatten. Was ist mit denen? Sie sollen, they shall be initiated and completed without delay. Sie sollen begonnen werden, sie sollen begonnen werden und vollendet werden ohne Verzug. So ungefähr ist die Terminologie in der Armee, im Militär. Sofort ausführen, Marsch. Das ist ein Befehl. Ja. Nach Vertrauensprinzip ausgelegt, Verträge, internationale Verträge werden nach Vertrauensprinzip ausgelegt. Das ist nach der Wiener Konvention über das Recht der internationalen Verträge, da wird das alles schön erklärt. Das kann ein vernünftiger Mensch doch nicht anders verstehen als einen Befehl. Kurzum, ich habe Ihnen jetzt nur 3 Artikel genannt, das sind noch weitere Indizien. Das Ganze, wenn das ein Staat rechtskräftig werden lässt, dann ist das eine völkerrechtliche Verpflichtung. Wozu? Hier haben wir in Artikel 18 der bestehenden Gesundheitsvorschriften einen Katalog von möglichen Empfehlungen, die eben bisher nicht verbindlich gemeint waren. Und hier habe ich unterstrichen, was mir besonders Sorge macht, nämlich die Empfehlung, dass ein Staat eine Impfung erforderlich machen kann, require vaccination, oder eine andere Art von Vorsorge, von Prophylaxe. Oder hier zum Beispiel eine Quarantäne umzusetzen oder andere Gesundheitsmaßnahmen für suspect persons. Wer die letzten 3 Jahre etwas die Terminologie in den verschiedenen Verordnungen verfolgt hat, auch im Schweizer Covid-19-Gesetz, in den Verordnungen, auch Epidemiengesetz übrigens, ansteckungsverdächtige Personen. Das waren alle, solange sie nicht den Nachweis erbringen konnten, geimpft, genesen oder negativ getestet. Unter 3G. Und bei 2G war es genesen oder geimpft. Alle anderen galten als ansteckungsverdächtig und für ansteckungsverdächtige Personen galten Verschärfungen, respektive sie hatten keinen Zugang zu ihren Grundrechten, ja, zum öffentlichen Leben. Und da, für solche Personen soll man auch durchaus Quarantäne, durchaus in Australien wurden Quarantänelager gebaut. Sie wurden nicht im großen Stil in Betrieb genommen, aber das wird möglich werden. Ich sage nicht, dass das so gemacht wird, aber das wird möglich werden. Ja, das ist eine völkerrechtliche Verpflichtung, das sagen dann sehr viele an dieser Stelle, aber das wird ja nicht durchgesetzt. Und eine Verpflichtung ohne militärische Durchsetzung, da kümmert sich niemand darum. Ja,
Das mag seine Richtigkeit haben, diese Aussage, für übliche völkerrechtliche Verträge, wo es um irgendwelche Fischereirechte geht. Hier, wenn die Mehrheit der Staaten meint, es liegt ein Gesundheitsnotstand vor, dann hat das für die Mehrheit der Staaten eine militärische Komponente. Dann wird was vorgesehen? Dann erstens einmal, es gibt ein Implementation Committee, also ein Umsetzungskomitee, das überprüfen muss, ob die Staaten tatsächlich diese Anpassungen umsetzen. Dieses Komitee wird das melden müssen, diese Nichtbefolgung gegenüber der Gesundheitsversammlung. Dann gibt es ein Compliance Committee, das einen ähnlichen Auftrag hat. Und die werden das der Gesundheitsversammlung zu melden haben, also alles nach neuen Vorschlägen, nach der Gesundheitsversammlung. Und die Gesundheitsversammlung, die darf dann, sie ist shall be responsible, sie soll verantwortlich sein, die Umsetzung zu überwachen, und sie darf Beschlüsse fassen. Alles, was die Gesundheitsversammlung in der Mehrheit beschließt, das ist zu tun. Und dann können Sanktionen beschlossen werden. Sie wissen, dass es Sanktionen gibt in anderem Zusammenhang. Dann vergessen Sie nicht, es gibt noch andere übergeordnete Organisationen, die UNO zum Beispiel. Auch die UNO kann gegen fehlbare Mitglieder vorgehen. Dann haben wir noch ganz normale Handelssanktionen beispielsweise, die eine EU, oder Zutrittsreisebeschränkungssanktionen. Kurzum, es werden die Schrauben angezogen werden können. Das kann sehr empfindlich sein, auch wenn es keine Militärarmee sein wird, die vielleicht einmarschiert, weil ein Staat das nicht tut. Und nicht zuletzt, nicht zu vergessen, die Weltbank. Weltbank spielt eine große Rolle bei der Finanzierung der WHO. Auch die Weltbank kann durch Verschärfung der Kreditkonditionen gegenüber ganzen Staaten eine ganz entscheidende Rolle spielen, auf die Politik Einfluss nehmen. Gut, also Zwischenfazit, Empfehlungen neu verbindlich. Das bedeutet, dass die WHO maximalen Spielraum erhält, auch hier maximalen Spielraum, ohne eine Überprüfungsmöglichkeit, mit faktischen Exekutivkompetenzen. Ich sage nicht, die WHO ordnet direkt eine Quarantäne an, sondern die WHO sagt einfach, wir empfehlen Quarantäne in allen Staaten, die mit diesem Test eine Schwelle erreichen von so und so viel Prozent. Und der Staat wird sagen, wir haben diese Schwelle erreicht, wir haben genau mit diesem Test getestet und wir möchten unsere völkerrechtliche Verpflichtung nicht brechen. Und so läuft es dann. Es ist wie ein Dominospiel. Das muss man auch unter Berücksichtigung der Erfahrungen der letzten 3 Jahre ganz realistisch sehen. Ja, und das heißt de facto, dass differenzierte Individuallösungen, wie es zum Beispiel Dänemark und Schweden zum Teil gemacht haben, die werden de facto verunmöglicht werden. Rechtsschutz, Rechtssicherheit werden damit nicht mehr existieren. Ich komme zu einem dritten, ganz zentralen Punkt, wenn nicht sogar dem zentralsten überhaupt. Etwas, was wir schon in der Vergangenheit sehr deutlich gesehen haben, und obwohl wir nicht mehr unmittelbar von Covid-19 bedroht sind, herrscht nach wie vor Zensur vor. Ist es nach wie vor heute ziemlich schwierig, in wissenschaftlichen Publikationen, auch sonst beispielsweise nur schon in einer NZZ, einen Artikel zu finden, der eine andere Auffassung vertritt als die WHO zum Nutzen eines PCR-Testes. Was kann er aussagen, was nicht? Da scheint es einfach eine Art wie sozialen Konsens zu geben, dass es nur diese Meinung gibt. Faktische Zensur oder von der WHO gesteuert. Jedenfalls in Zukunft wird die WHO rechtlich befugt sein, diese Art von Zensur selber in die Hand zu nehmen. Aber woran erkennt man das? Hier sind wir immer noch in der Anpassung der internationalen Gesundheitsvorschriften, Vorschlag Artikel 44, Litera H. Da steht einfach, dass die Staatsparteien, sollen gemeinsam zusammenarbeiten und sich gegenseitig darin unterstützen, die Verbreitung von falscher oder unreliable Information, unzuverlässiger Informationen, die sollen sich gegenseitig darin unterstützen, dieser solchen Information entgegenzutreten. Gibt es ein paar ähnliche solcher Bestimmungen in den internationalen Gesundheitsvorschriften, und jetzt scheint das Ganze dermaßen wichtig zu sein für die WHO, auch für die UNO, dass man diese Logik auch verankert hat im Pandemievertrag.
WHO-Pandemievertrag, Artikel 18. Ich empfehle allen Medienvertretern, die darauf angewiesen sind, Informationen verbreiten zu dürfen und einen freien Austausch der Meinungen abbilden zu dürfen, bitte lesen Sie Artikel 18. Ja? Das ist doch ein Albtraum. Hier, da soll unter dem Titel Kommunikation und öffentliche Bewusstseinsförderung, quasi Awareness, ganz klar bekämpft werden, Infodemic. Die Idee von diesem Begriff ist, dass falsche Information genauso gefährlich ist wie eine Pandemie, wie ein Virus. Ja? Also die falsche Information ist das Virus, das muss bekämpft werden. Also es müssten falsche, irreführende oder Missinformationen, und diese Information muss bekämpft werden. Das ist ein sehr aktiver Auftrag an die Staaten, sehr aktiv. Sie finden diese Logik in Kommunikationen auch der UNO. Ich verweise auf die öffentliche Medienmitteilung vom 22. September letzten Jahres, UNO-Generalversammlung, hat man gesagt, das ist eines der ganz großen Probleme. Dann gibt es vom WEF diverse Kommunikationen. Das größte Problem der Menschheit ist heutzutage die Desinformation. Ich denke, wenn sich die Wissenschaftler gegenseitig in einem offenen Diskurs gegenübertreten können, auf offener Bühne, dann wird man doch am ehesten herausfinden, was ist hier Missinformation und Desinformation, nicht indem man sie unterdrückt. Ja, und das führt einfach zur ganz klaren Frage, was ist als Erkenntnis von ein paar tausend Jahren Menschheit, was ist die Basis für jeden guten Entscheidungsprozess, sei es in der Politik, in der Wirtschaft, im Privaten oder für ein Kochrezept. Es ist die Grundinformation muss stimmen, die Grundinformation muss stimmen und man darf nicht manipuliert werden, weder Zeitdruck noch andere Manipulationen. Und es gibt Notsituationen, das konzidiere ich. Ich war ja auch im Militär, 900 Diensttage Militär gemacht. Ich habe das sehr gerne gemacht. Ich bereue keinen einzigen Diensttag. Nur irgendwann ist die unmittelbare Bedrohung vorbei und dann muss man langsam zur Normalität, auch in Bezug auf Informationen, übergehen. Wir brauchen freie Information, offene Debatte und keine Manipulation für die Wissenschaft. Sonst kann es keine freie und echte Wissenschaft geben. Für eine Justiz, faire Justiz, audiatur ad altera pars. Und es ist das Grundelixier der Demokratie schlechthin. Wenn wir das wegnehmen, dann fehlt uns überhaupt eine funktionierende Wissenschaft. Dann kann es keine Wissenschaft geben, es kann keine Demokratie geben, keine faire Justiz. Und siehe da, wir haben sogar für das Thema von Impfempfehlungen und von experimentellen Substanzen, von denen wir eben noch keine Langzeitstudien haben, keine Beweise dafür, dass sie wirklich sicher sind. Wenn man dann den Menschen sagt, sie sind they are safe and effective, dann müssen wir einfach wissen, es gibt zwingendes internationales Völkerrecht, dass man auf der Basis der Erkenntnisse von den Gräueln innerhalb des im Zweiten Weltkrieg geschaffen hat, gibt es einen Pakt, internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte. Artikel 7, da gibt es eine zwingende Bestimmung. Und diese zwingende Bestimmung besagt, dass niemand ohne seine freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden darf. Es gibt viele Leute, die sagen, wovon sprechen Sie, wo gab es hier irgendwelche Versuche? Das ist doch nicht vergleichbar. Nun, schauen Sie sich an, wenn diese Substanzen, das ist jetzt nicht das Thema hier, aber wenn sie eben nicht ausreichend lang getestet wurden und man keine Ahnung hat über die tatsächliche Wirkungskraft, über die tatsächliche Wirkung, Nichtwirkung und insbesondere über Schadenswirkung, dann hat das experimentellen Charakter. Es ist so. Und das gilt sogar im Falle eines öffentlichen Notstandes. Das ist zwingendes Völkerrecht. Und das gilt es unbedingt zu beachten, eben wenn man eingreift in die freie Information. Diesen Eingriff, das ist im schwersten Maße verfassungswidrig. Ja, und hier nur zur Erinnerung, Sie können in jedes Land gehen, dort werden Sie einen höchstrichterlichen Entscheid finden und ganz viel Rechtsprechung, die sagt,
dass die Meinungsfreiheit und die Informationsfreiheit, die gehört zu den unentbehrlichen und grundlegenden Funktionselementen eines demokratischen Gemeinwesens. Sie können keine Demokratie aufrechterhalten, wenn Sie beginnen, das zu tun, was wir bis heute haben, das Einschränken der Meinungen, das Ausblenden, und das betrifft auch Aufarbeitung. Wenn Sie eine Aufarbeitung nicht zulassen, dann ist das der Beweis einer totalitären Entwicklung. Das muss ein Ende haben. Ja, und jetzt komme ich zu den kürzeren Themen. Ich bin schon fast fertig. Keine Angst, ich werde nicht überziehen. Jawohl, ich wurde ja klar instruiert. Also, das ist ganz schnell gesagt hier. Das ist ganz schnell gesagt. Wir haben keine Korrekturmechanismen für die Mitgliedstaaten, welches ermöglichten würden, schnell und rasch eine Korrektur herbeizuführen. Also zum Beispiel zu sagen, Moment, haben wir wirklich einen Weltgesundheitsnotstand? Covid-22 vielleicht? Stopp! Es gibt hier keine Möglichkeit, einen schnellen Stoppknopf zu drücken oder die WHO-Empfehlungen schnell, die zum Beispiel darauf lauten können, mit dem bestimmten Test X eine Substanz oder eine Bedrohung, virale Bedrohung zu messen. Es gibt es nicht. Woher kommt das? Ja, kein Wunder. Bisher hatte die WHO ja nur beratenden Charakter, informierenden Charakter. Dafür braucht es keinen Korrekturmechanismus. Aber wenn man jetzt anfängt, der WHO neue Kompetenzen zu geben, Rechtsverbindlichkeit zuzugestehen, dann muss damit automatisch verbunden sein Korrekturmechanismus, Checks and Balances. Das ist das Normalste von der Welt. Und ich frage mich, warum wird das noch längstens nicht diskutiert? Warum hat man auch heute das noch nicht einmal angefangen zu diskutieren? Es gibt also keine Korrekturmechanismen, und wo es nichts gibt, kann ich nichts zeigen aus den Vertragsvorlagen. Dann verantwortlichkeitsvolle Immunität, das geht in dasselbe hinein. Bisher war die WHO ja nur in beratender Funktion tätig. Wenn sie aber sagen dürfen, jetzt haben wir Notstand und der gilt nun einmal jetzt eine x-beliebig lange Zeit, und wenn daran anknüpfend für die Mitgliedstaaten, für die Wirtschaften, für die Menschen Schäden entstehen, obwohl man hätte erkennen müssen, dass es nie und nimmer die Voraussetzungen gegeben hat für einen Notstand, dann müssen wir über Haftung sprechen. Das ist alles nicht drin. Im Gegenteil, volle Immunität nach wie vor und auch Steuerbefreiung. Und wenn Sie dann nach den Grundrechten fragen, ich sage es mal so, bis hierher, wenn wir das sehen, dann kann uns eigentlich egal sein, ob die Mitgliedstaaten jetzt noch feigenblattmäßig in den bisherigen Artikel 3 ein großes Bekenntnis zugunsten der Grundrechte hineinschreiben würden. Sie haben das rausgestrichen, ich kann es gleich zeigen. Oder nicht. Warum? Wenn Sie ein solches Regime aufziehen, wenn Sie sagen, Sie erlauben einer Person mit simplem Fingerschnipsen, er kann es buchstäblich ins Mikrofon hauchen, in Genf Pressekonferenz und ins Mikrofon hauchen, wir haben wieder einen Gesundheitsnotstand. Das reicht, es braucht keinen Nachweis. Wenn Sie dann diesem Mann erlauben, Empfehlungen auszusprechen, von denen er genau weiß, die Mitgliedstaaten müssen sie umsetzen, und wenn Sie dann demselben Mann und seinem kleinen Team gestatten, zu definieren, was wir in den Zeitungen lesen, dann wird der Richter nichts anderes lesen als das, und er wird wiederum wie bisher sagen, in Zeiten der Pandemien ist den Behörden ein erweiterter Ermessensspielraum zuzugestehen, und solange sie im Rahmen der Empfehlungen der WHO bleiben, haben wir als Gerichte keine Möglichkeit einzugreifen. Punkt. Ganz genau. Das heißt, die gerichtliche Überprüfung ist schlichtweg ausgeschaltet. Da können Sie noch so lange hineinschreiben, der Grundrechtsschutz muss gewährleistet sein. Ja, was sollen wir denn für Grundrechte schützen? Es ist doch alles gemäß Empfehlungen der WHO. Und bisher schon hat man das so erlebt. Ich zeige Ihnen trotzdem ganz kurz diese Bestimmung, die schlichtweg skandalös ist. Ja, mir ist bekannt, dass das Expertengremium der WHO selber diese Bestimmung kritisiert hat und gesagt hat, man kann nicht ohne Grundrechte man darf den Grundrechtsschutz niemals herausstreichen. Aber Tatsache ist, hier, the implementation of these regulations shall be, bisher, with full respect for the dignity, human rights and fundamental freedoms. Das steht bis heute noch rausgestrichen. Und deswegen sage ich,
Shame on you, Dr. Tedros. Und auch shame on you, Frau Nora Kronik. Sie hätten sagen müssen in diesem Interview, hätten Sie sagen müssen, ja, das ist uns auch ganz sauer aufgestoßen, NZZ und geschätzte Leser. Das ist uns auch sauer aufgestoßen. Eins kann ich Ihnen sagen, wir als Schweiz, wir werden diesen Vertrag nicht unterzeichnen, solange das drinsteht. Das haben Sie nicht. Deswegen shame on you, ich muss das so sagen. Das geht so nicht. Das geht überhaupt nicht so. Das steht nach wie vor so drin. Aber eben auch, wenn man es wieder rückgängig machen würde, wie gesagt, aufgrund dieses Gesamtregimes, das ist so wie ein Machtmechanismus, kann am Ende gar kein wirksamer Grundrechtsschutz dabei herauskommen. Ja, wer schützt unsere Menschenwürde? Verfassungsrechtliche Würdigung. Ich habe gesagt, es gibt ganz, ganz wesentliche Grundelemente einer Demokratie, einer jeden Demokratie, einer jeden verfassungsmäßigen Grundordnung, egal in welchem Land wir sind. Wenn Sie nur einen davon wegnehmen, dann bricht Ihnen die Demokratie weg. Und das sind, ich fange mit den ersten drei an, wir haben gesehen, die Informationsfreiheit und das Zensurverbot. Das ist ein absoluter Pfeiler für jede Demokratie. Wird angekratzt. Das alleine muss zur Versenkung dieser Verträge führen. Und Sie haben vielleicht mitbekommen, wie wichtig eben genau das ist für die WHO, für die UNO, für das WEF und für übrigens die EU auch. Digital Services Act. Die moderne Gesellschaft scheint, die moderne Führung und Elite scheint darauf angewiesen zu sein, mit dem Mittel der Zensur operieren zu müssen. Wie weit sind wir denn gekommen? Ja, dann das Zweite, das einfache Ausrufen eines Gesundheitsnotstandes oder das beliebige Anordnen von Empfehlungen ohne Standards, ohne die Möglichkeit, klare Regeln einzuhalten oder die Notwendigkeit. Das Demokratieprinzip, ja, auch das Demokratieprinzip, dass das Volk selbst soll bestimmen dürfen, in welchem Rechtszustand leben wir denn überhaupt. Und es soll mitbestimmen dürfen über die wesentlichsten Einschnitte. Wenn Sie über sechs Monate, in vielen Ländern war das der Fall, nicht mehr ohne diese Tests irgendwo hingehen dürfen, dann wird es langsam zu einer Frage einer demokratischen Legitimation. Ja? Und das Volk, wie soll das Volk sich denn überhaupt artikulieren, wenn es auch noch desinformiert wird, falsch informiert wird, wenn die allermeisten ganz ehrlich glauben, ja, wir leben ja in einer so extremsten Bedrohung, wir haben ja gar keine andere Wahl, als uns alle entweder impfen zu lassen oder so. Also die unverfälschte Willensbildung des Volkes wird durch die Informationsfreiheit bereits manipuliert und führt damit dazu, dass auch das letztlich Demokratieprinzip ganz massiv angekratzt wird. Gewaltentrennung und Gewaltenhemmung, ich habe es gesagt, das Bundesgericht, sobald es nur schon das Wort Pandemie hört, stoppt es mit seiner Tätigkeit und wirkt in seinem eigentlichen Aktionsraum nicht mehr. Ja? Das ist schon, für mich war das gespenstisch, ich habe sehr viel Verfahren geführt und es kam nicht zu einer einlässlichen Beurteilung. Das Bundesgericht hat einfach gesagt, die Beweise interessieren uns nicht. Übrigens eine Ausnahme habe ich doch vermelden können, Bundesgerichtsentscheid November 2021, da hat das Bundesgericht tatsächlich gesagt, ja, wir haben alle ihre massenhaften Beweise zum Thema PCR-Test gesehen, das hätten Sie gar nicht alles vortragen müssen. Es ist ja allgemein notorisch, dass ein PCR-Test nicht als Nachweis taugt für eine Krankheit. Allgemein notorisch, immerhin. Das ist im Entscheid 2C_228/2021. Dort können Sie das nachlesen. Genau. Ja, und dann eben Gewaltentrennung, wirksamer Schutz der Menschenrechte. Da geht es immer um einen wirksamen Schutz. Schauen Sie, wenn das einfach irgendwo deklaratorisch hineingeschrieben wird. Ich weiß, das steht im Pandemievertrag an x Stellen. Das brauchen Sie mir nicht zu erzählen. Entscheidend ist das hier. Es muss verheben. Okay? Es muss einfach verheben. Und schauen Sie, was man mit den alten Menschen gemacht hat. Ich möchte nicht die alte Geschichte aufbringen, aber das hier war ein ganz, ganz schweres Thema. Schauen Sie, ich kann Ihnen sagen, von dem Moment an, wo ich das erste Gerichtsverfahren
eingereicht hatte und ein Interview gegeben hatte, haben die Menschen geglaubt, ich sei die nationale Notfallzentrale der Schweiz. Das Telefon hörte nicht mehr auf zu läuten und ich könnte Bücher schreiben über diese Erfahrungserlebnisse. Das mussten die Menschen ertragen, um andere zu schützen. Ja. Und das betraf die alten Menschen, und es betraf diejenigen, denen man nicht die Wahrheit erzählt hat vor der mRNA-Injektion. Ja, und die jetzt im Stich gelassen werden, ich sag's mal so. Ja, und noch das Stichwort Souveränität. Und hier richte ich mich an all diejenigen, die Verantwortungsträger sind, während solcher Zeiten die Verantwortung übernehmen müssen. Ich gehe davon aus, dass jede Hoheit, jede Staatshoheit sich auf das eigene Urteilsvermögen, auf das Urteilsvermögen der eigenen Experten möchte sich verlassen können und nicht auf Dauer, auf ewig vorgekaut bekommen will, was es zu tun hat, wenn man feststellt, wir könnten es auch anders machen. Wir könnten auch mit milderen Maßnahmen uns noch effektiver schützen. Ja? Oder wir könnten uns langsam um die Jugend kümmern und unsere Mittel wieder von der Pandemiebekämpfung hinein in die Jugendförderung, in die Schulausbildung stecken oder in eine richtige Krankenbehandlung, in ein richtiges Krankensystem. Das muss ein Staat genuin selber bestimmen können, die eigene Priorisierung. Und wenn wir dieses System mit diesen zwei Pandemienverträgen annehmen, dann wird das nicht mehr selbstbestimmt sein. Dann wird das von oben kommen unter dem Titel Pandemievorsorge. So, ich muss zum Schluss kommen. Ja, ganz wichtig noch hier, damit die wichtigen Fragen habe ich. Ich fasse es mit diesem Bild zusammen. Ja? Das Bild vom trojanischen Pferd. Die internationalen Gesundheitsvorschriften wurden verfassungsrechtlich, der WHO-Verfassung, konzipiert als technische, regulatorische Vorschriften von geringfügiger Bedeutung, welche einfach von der Weltgesundheitsversammlung mit einem einfachen Mehr abgenickt werden können. Sollen abgenickt werden können. So, und da packt man jetzt Dinge hinein, die in der Ilias oder in dieser Geschichte von Troja als eben trojanisches Pferd beschrieben wurden. Dinge von größter Schädlichkeit. Und wir müssen diese internationalen Gesundheitsvorschriften nach dem betrachten, was im Inhalt drinsteckt. Ja, das ist ganz wichtig. Fragen Sie als Vertreter, als Volksvertreter oder auch als Menschen, fragen Sie nach, was ist am Ende die Konsequenz für uns, für die Demokratie, für unsere Gesundheit, für die Wirtschaft. Und danach muss man es behandeln. Das heißt, es braucht eine öffentliche Debatte, es braucht eine Abstimmung, selbstverständlich in jedem Parlament, und vor allem, es braucht eine Berichterstattung in den Medien, welche all diese Punkte endlich abbildet und den Menschen überhaupt ins Bewusstsein bringt. Gut. Ja. Ja, ganz wichtig, schauen Sie, immer wieder die Frage, wer finanziert eigentlich die WHO? Und auf der WHO-Homepage finden Sie sehr viele starke Informationen bereits. Vor etwa 2 Jahren wurde erstmalig sehr deutlich hervorgehoben und beklagt, dass vom gesamten WHO-Zweijahresbudget nur 16-17% tatsächlich aus den ordentlichen Beiträgen der Mitgliedstaaten finanziert wird. Und der Rest, die WHO darauf angewiesen sei, so quasi als Bittsteller sich das Geld irgendwo zu beschaffen. Wenn man das etwas genauer anschaut, dann sieht es ein bisschen anders aus. Und zwar hier. Also die ordentlichen Pflichtbeiträge, ich habe jetzt mal etwas eine Sicherheitsschätzung gemacht, sind heute nach wie vor weniger als 20%. Assessed Contributions heißt das. Das heißt, es gibt eine Art Einschätzung, wie eine Steuereinschätzung nach den Verhältnissen eines jeden Staates. Danach werden die Mitgliedsbeiträge bemessen. So, und das macht weniger als 20% aus. Eben über 80% kommen von freiwilligen Beiträgen. Und von diesen über 80% freiwilligen Beiträgen sind 95%, also praktisch 100%, verbunden mit klaren Zweckvorgaben, Zweckbestimmungen, ganz klar mit Verwendungsvorgaben und ein kleiner Teil ohne Verwendungsvorgaben.
Und das können Sie direkt aus der Homepage der WHO entnehmen, genau diese Zahlen, die ich gerade genannt habe. Suchen Sie einfach nach den Begriffen Voluntary Contributions Specified, also mit genauer Vorgabe des Verwendungszweckes, und Voluntary Contributions Thematic. Das ist eine etwas weitergehende Verwendungsvorgabe, wie beispielsweise, es muss im Zusammenhang mit mRNA-Injektionen oder mit Testmethoden oder etwas Ähnlichem verwendet werden. Das wäre dann thematisch, aber im Großen und Ganzen ist die WHO nicht frei in ihrer Verwendung. Und wo spielt das eine Rolle? Pardon? Ich habe einen Artikel rausgeschmissen aus der Präsentation, den ich aber jetzt aus dem Kopf zitiere. WHO-Verfassung. Da gibt es eine Verfassungsbestimmung, Artikel 37, und der zielt genau darauf ab, dass es eben verboten sein soll, der WHO, sich von irgendwelchen fremden Einflussgebern außerhalb dieses WHO-demokratischen Prozesses in irgendeiner Weise drängen oder manipulieren oder steuern zu lassen. Lesen Sie das mal nach, Artikel 37. So, und wenn Sie das sehen, dieser große Anteil von freiwilligen Beiträgen, und wenn Sie dann eine Seite weitergehen auf der Homepage der WHO, und dann schauen Sie mal, das ist hier die Rangordnung nach der Größe der Beiträge von eigentlichen freiwilligen Beiträgen. Also das sind jetzt nur die freiwilligen Beiträge mit präziser Zweckvorgabe. Dann haben Sie Deutschland an erster Stelle, knapp 1 Milliarde, also 952 Millionen, das ist natürlich sehr klein, das können Sie hinten nicht lesen, also knapp 1 Milliarde. Dann kommt die Bill und Melinda Gates Foundation, das ist klarerweise nicht ein Staat und verfolgt keine öffentlich-rechtlichen Zwecke, mit 592 Millionen, Hauptzweck ist das Promoten von Impfen, 0,6 Milliarden. Dann kommen die Vereinigten Staaten mit etwa 0,45 Milliarden. Und dann taucht indirekt, versteckt Bill und Melinda Gates schon wieder auf im Kleid der Gavi Alliance. Ich weiß, das ist etwas überspitzt formuliert. Die Impfallianz ist getragen von Staaten, hauptsächlich von Staaten. Aber die Input-Investition, Gründungsinvestition und vor allem in der Leitung, in der Führung, hat Bill und Melinda Gates Stiftung eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Und noch heute kann man fast sagen, sie pfeifen, sie tanzen nach dieser Pfeife. Ja, das darf man, das muss man zusammenrechnen. Es ist ein Interessenverbund mit dem einzigen Ziel, eine ganz bestimmte Technologie von Impfsubstanzen zu promoten, zu befördern. Also für verbindlich erklären zu lassen. Und wenn Sie das zusammenzählen, dann kommen Sie auf über 1 Milliarde. Das sind Zahlen, die sind ganz konkret auf dem Tisch. Und ich stehe jedem gerne zur Verfügung, auch Journalisten, um die Hintergründe zur Gavi-Allianz etwas korrekter, etwas präziser darzulegen. Aber ich bestehe darauf, dass man kann es nachweisen, dass diese zwei Blöcke zusammenzurechnen sind und deshalb etwas provokant zugespitzt, Bill Gates, direkt und indirekt, ist der Spitzenfinanzier im Bereich der freiwilligen Beiträge. Und das ist noch nicht zu alles. Bill Gates hat ein Interview gegeben anlässlich des World Economic Forum im Januar 2019 und hat selber gesagt, also die beste Investition, Return on Investment, 1 zu 20, ist eben Investitionen in Impfungen. Das können Sie dort in diesem Artikel nachlesen. My best investment turned 10 billion into 200 billion US dollars worth of benefit. Ist auch noch nicht alles. Schauen Sie sich das an. Hier beginnt Corona, Januar 2020. Hier, Januar 2020. Und vor Corona, im September 2019, investiert Bill Gates in BioNTech. In BioNTech zu einem Wert pro Aktie von 18 US-Dollar 10. Etwa September, das war also 3 Monate vorher. Dann kam das Bekannte. Interessanterweise mehrere Fernsehauftritte von eben diesem Mann,
der genau dieses Produkt massiv nicht nur bewirbt, sondern er sagt, wir sind erst dann sicher, wenn alle geimpft sind. Das ist eine große Nummer. Ja? Und er verkauft in einem Moment, wo diese Aktien pro Aktien 300 US-Dollar wert sind. Und sagt dann auch noch, ja, ich habe es verkauft, weil sie doch nicht so wirksam sind. Ja, das hat er tatsächlich ziemlich genauso gesagt, wir waren ein bisschen enttäuscht von der Wirksamkeit. Ja, aber seinen Gewinn hat er gemacht, Faktor 16,5. So etwas muss man zumindest unter dem Stichwort Insiderhandel prüfen. Man muss doch zumindest in den Zeitungen darüber schreiben. Wie kann das sein, dass jemand, dessen Hauptjob darin besteht, Impfungen zu promoten, zu verkaufen, so einen Reibach macht, was alles schon vorher genau weiß? Da muss man einem Anwalt nichts vormachen und ich glaube Ihnen auch nicht. Ja, nun am Ende, ich möchte Ihre Aufmerksamkeit einfach darauf lenken, er ist nicht der Einzige. Ich möchte hier nicht den Eindruck erwecken, es gäbe jetzt nur einen Bösewicht und wenn wir den vor Gericht bringen, dann würden wir... Nein, ich möchte ein System aufzeigen, ein Beispiel eines Systems, dass es hier ökonomische Interessen gibt. Es gibt ganz einfach ökonomische Interessen. Und das wissen wir aus dem Alltag. Es ist etwas völlig Normales, nur haben die einen halt etwas mehr Bargaining Power, etwas mehr Finanzkraft als andere. Und darum muss man sich eben auch kümmern. Man muss das transparent machen. Das gehört auch dazu zur Bewältigung der Zeit von 2020 oder dem Titel Corona. Das ist ganz zentral. Und sonst hat eben die WHO nicht die Funktion, unsere Gesundheit zu schützen, sondern dann hat sie eben leider offenbar die Funktion, den Investoren Gefallen zu machen, den Impfsubstanzinvestoren. Ja. Und was tun? Das Allerwichtigste, wenn Sie sich an die Folie erinnern, was ist die Grundlage für jeden guten Entscheid? Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich Herz zu Herze findet. Ja. Der Wahn ist kurz, die Reue ist lang. Ich möchte nicht den neunmal Gescheiten spielen. Mir wäre es lieber, wenn ich gar keine Vorträge mehr halten würde, sondern sich dieses Wissen bei Ihnen verbreitet, wenn Sie es weitergeben und wenn Sie untereinander mit Ihren Freunden, Bekannten eine Diskussion anstoßen. Und wenn endlich dieses Thema dorthin kommt, wo es hingehört, nämlich in die Parlamente. Das, was ich hier gesagt habe... Ja. Dort gehört es her, dort gehört es hin und dort findet die Willensbildung statt und dazu gehört selbstverständlich, das öffentliche Interesse ist mehr als nachgewiesen, ja, das öffentliche Interesse erdrückt uns fast, das heißt dementsprechend gehört es abgebildet in den Medien und zwar beide Seiten. Und das ist jetzt nicht nur das subjektive Gefühl der Menschen aus Liechtenstein hier in Triesen, sondern ich kann Ihnen sagen, in allen Ländern, wo ich bisher war, reagieren die Menschen genau gleich. Es ist direkt spürbar unter der Haut. Es ist so. Und in dem Sinne überbringe ich Ihnen auch ganz herzliche Grüße von Ihren Mitdemokraten und Mitmenschen aus all den Ländern, wo ich war. Es ist genau dasselbe zu spüren. Das sind keine Verschwörungstheoretiker, das sind keine Rechtsextremen. Und damit bin ich am Ende meiner Ausführungen angelangt. Ich bitte die leichte Überziehung zu entschuldigen, Herr Dr. Presoli, und stehe nun zur Verfügung für Fragen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.
Ganz herzlichen Dank. Lieber Philipp Kruse, beeindruckt vom Zeitmanagement, vom Inhalt auch. Sie haben das Treffen auf den Punkt gebracht. Es ist angekündigt worden, die Publikumsfragen. Durchlaucht hat sich verabschiedet. Der Deal war, dass wir bis halb neun, wir haben leicht überzogen, war aber nicht Ihre Schuld, sondern unsere Schuld. Wir haben mit technischer Verkabelung, muss man das noch regeln. Der Max Burgmeier begleitet Durchlaucht jetzt noch zum Fahrzeug, darum zur Überbrückung, bis das Mikrofon da ist, vielleicht von mir. Publikumsfragen. Die erste, Dr. Tedros Ghebreyesus. Der hat ja zuletzt relativ ungehalten regiert auf die zunehmende Kritik vom globalen Süden. Eigentlich hätten ja die beiden Vertragswerke am 27. Januar vorliegen müssen. Mhm. Dann gab es meiner Meinung nach über 300 Einsprachen. Sie liegen nicht vor. Man weiß nicht, ob dann am 27. Mai wirklich darüber abgestimmt werden kann. Aber er hat gesagt, Leute wie Sie verbreiten Fake News. Mhm. Ja, ich darf das in den Zusammenhang stellen, denn auch Dr. Tedros verdient, dass man ihn richtig zitiert. Ich versuche das bestmöglich zu rekonstruieren. Sie finden das auf der Homepage der WHO, 22. Januar dieses Jahres. Executive Board hatte dort eine einwöchige Tagung und aus diesem Anlass hat man dann eben auch eine Meeting, eine Veranstaltung gemacht von diesen zwei Working Streams, wo man eine Art Statusbericht abgegeben hat. Wo stehen wir mit der Anpassung der internationalen Gesundheitsvorschriften? Wo stehen wir mit dem Pandemievertrag? Und dann durften die Vertreter der Mitgliedstaaten ihre Fragen stellen. Übrigens hochinteressant, was die für Fragen gestellt haben. Das zeigt Ihnen etwas. Die Mitgliedstaaten haben überhaupt gar keine Ahnung. Die haben zum Beispiel folgende Frage gestellt. Können Sie uns noch mal erklären, was der Unterschied ist zwischen diesen zwei Verträgen und was kommt in den Pandemievertrag und was kommt in die internationalen Gesundheitsvorschriften? Ja, wer eine solche Frage stellt, der hat keine Ahnung. Ja, und genau, jetzt komme ich genau zu dieser Frage. Der Tedros hat gesagt, all diejenigen, die behaupten, Souveränität werde hier aufgegeben, das sind Verschwörungstheoretiker. Denn dieser Prozess, der wird ja getrieben und geschoben von den Mitgliedstaaten. Die wollen das ja, dass wir diesen Vertrag abschließen. Nicht ich, Tedros und meine Investoren, sondern die möchten das. Und sie möchten das zu ihrem eigenen Vorteil. Sie möchten nämlich damit Sicherheit, Gesundheitssicherheit in Pandemiezeiten. Und deshalb bekommen sie auch etwas dafür, das sie sonst niemals hätten. Und dieser Akt, dieser freiwilligen Übertragung von Kompetenzen, ist Ausdruck ihrer eigentlichen Souveränität. Ja? Das war die Aussage. Ja, das hat schon wirklich etwas Komödiantisches. Und man muss etwas verstehen. Es gibt im internationalen Völkerrecht, muss ich der Fairness halber auch als Anwalt klar sagen, gibt es ein sehr formalistisches, fast schon Verständnis von Souveränität. Nämlich, was auch immer ein Staat unterzeichnet, ohne dass gerade die Militärmacht mit Waffen in seinem Staat steht, also er es quasi freiwillig tut, das ist ein Akt seiner Souveränität, selbst wenn er Teile seiner Verfassungen aufgibt. Das ist formell betrachtet bis heute noch so. Nur sage ich, ich frage nicht nach einem formellen Souveränitätsverständnis, sondern ich frage nach der tatsächlichen Handlungsfreiheit, nach der tatsächlichen Handlungsfähigkeit einer jeden einzelnen Regierung. Und wie groß ist die Handlungsfreiheit einer Regierung, wenn es heißt, jetzt haben wir wieder Fake, jetzt gilt diese und diese Nachrichtensperre oder Nachrichtenstruktur für die nächsten paar Jahre, dieses Framing, und jetzt werden diese und diese Empfehlungen umzusetzen sein. Dann büßt man seine Handlungsfreiheit ein. Ob Sie das als Verlust der Souveränität bezeichnen oder einfach, wie ich es sage, als Verlust der Handlungsfreiheit und es ist Fremdbestimmung, das darf nicht den Unterschied machen. Jeder versteht, was die Meinung ist. Mit diesen zwei Vertragsänderungen wird die Handlungsfreiheit eines Landes als Ganzes und von Ihnen als Bürger, als Menschen weggenommen. Und das dürfen wir auf gar keinen Fall zulassen. Und das meinen wir. Und das ist tatsächlich so ablesbar aus diesen Verträgen. Und das war meine Absicht, das heute zu zeigen. Leider konnte ich nur einen ganz kleinen Teil abbilden. Es ist alles andere als vollständig und auch nicht immer akademisch mit der ganz feinen Lupe gearbeitet. Unter diesen Umständen kann man nur ein paar
Highlights zeigen. Ja. Sie haben die Journalisten angesprochen. Ich fühle mich angesprochen, weil ich lange im Mainstream tätig war. Ich gebe es zu, mea culpa. Aber ich finde es spannend, dass, wenn ich jetzt daran denke, so global, number one global risk, habe ich im Januar gehört von der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, number one global risk, also ich, für mich ist im Moment atomare Bedrohung, Energieknappheit, vielleicht auch Rezession, Hungersnöte, aber number one global risk aus Sicht von Ursula von der Leyen ist Misinformation and Disinformation. Und deshalb tritt am 27. Februar der Digital Services Act in Kraft, der die Plattformen dazu verpflichtet, Fake News vom Netz zu nehmen, sonst werden sie drakonisch gebüßt. Wer entscheidet jetzt letztendlich? Einer muss ja am Schluss sagen, das ist wahr oder das ist nicht wahr. Ganz genau. Ist das Tedros? Da, und ja, das ist der entscheidende Punkt hier. Es werden ganz wenige sein in der EU, die EU-Kommission, wer das ganz genau am Ende letztlich wisst, es ist jedenfalls nicht der freie Wettbewerb der Ideen, aber ich möchte diesen Ball in etwas anderer Weise aufnehmen. Und zwar möchte ich ihn an die Medienvertreter spielen. Ich möchte Ihnen zurufen und Sie ermuntern. Schauen Sie, wir haben uns 4 Jahre lang alle einen Zwang angetan und Scheuklappen angezogen über gewisse Dinge, einfach freiwillig oder unfreiwillig, wie auch immer, nicht berichtet. Erklären Sie diese 4 Jahre für beendet. Wenn Sie das nicht tun, dann werden Sie alle Ihren Job als Ganzes verlieren und nur noch als Hofberichterstatter von irgendwelchen totalitären, größenwahnsinnigen Elitetypen dienen müssen. Wollen Sie das? Gut, dann ist unser Präsident hier, hat durchaus verabschiedet. Das Saalmikrofon ist hier. Der Reigen ist eröffnet, ganz hinten. Bitte nach ganz hinten. Spannend finde ich auch, dass Sie erwähnt haben, am 12. April 20 hat er nicht der Dr. Tedros der Welt verkündet, wie die Pandemie, der Ausweg aus der Pandemie ist. Das hat er im deutschsprachigen Raum und im englischsprachigen, das war der Hauptsponsor, das war genau. Bill Gates. Der Hauptsponsor der WHO hat am 12. April 2020 der Welt erklärt, wie man jetzt diese Pandemie zu lösen hat. Okay. Ja, jemand, der vorher Computersoftware und Computerviren verkauft hat. So, bitte. Und jetzt ist das Saalmikrofon. Ja. Jawohl. Jetzt, super, danke. Vielen Dank für den Vortrag. Vielleicht da anknüpfend, ich sehe schon morgen den vorgeschriebenen Artikel im Vaterland, dass wieder viele applaudiert haben und viel geschwurbelt wurde. Man traut sich fast gar nicht mehr zu applaudieren, aber ich freue mich natürlich auf den Artikel und lese ihn mit großer Begeisterung, wie immer. So viel zu den Medien. In dem Zusammenhang eine Frage oder vielleicht, Sie haben vor uns angesprochen, die Experten. Die WHO versucht ja quasi die Expertenmeinung auf seine Ebene zu ziehen. Liegt es darin, weil man davon ausgeht, dass einfach in den Ländern oder auf Landesebene einfach keine Experten mehr existieren, die sich eine eigene Meinung bilden können? Wir haben es hier ja auch zu Genüge gesehen, dass einfach Dinge wiederholt wurden. Und ich denke auch gerade dieser dynamische Prozess, der würde mich noch interessieren. Wir nehmen ja dynamische Prozesse raus. Das heißt, wir gehen einfach eine Ebene höher. Wir sagen, da gibt es jetzt die WHO, die sagt dann, wie das Ganze funktioniert. Ich sehe das ähnlich in der Corona-Zeit, oder? Dort wurden einfach Dinge übernommen, meiner Meinung nach aus absoluter Faulheit, Unwissenheit. Und das muss auch bestraft werden, meiner Meinung nach, weil du kannst nicht einfach Meinungen übernehmen, die deinem Volk quasi von oben obtruieren, den Kindern Masken anziehen und was weiß ich noch alles besprechen. Ja. Und im Nachhinein wird niemand rechtlich dafür in Verantwortung gezogen. Und das muss passieren. Da bin ich absolut bei Ihnen. Ich denke, das sehen Sie vielleicht ganz ähnlich. Die Frage ist, diese dynamischen Prozesse, die da entstehen, wie sehen Sie oder wo sehen Sie die Gefahr, ganz explizit nochmal, dass diese aus der Bevölkerung rausgenommen werden oder aus den einzelnen Ländern rausgenommen werden? Ja, ich schaue es methodologisch an, methodologisch. Das heißt, wenn Sie es als Methode erlauben, dass Sie einer ganz kleinen Gruppe von Leuten zugestehen, das Narrativ bestimmen zu dürfen über eine beliebig lange Zeit
Und das auf der Basis von, Sie fragen, woher kommen diese Studien alle? Ja, die können gekauft werden. Es gibt nichts, was Sie nicht kaufen können. Sie können die Resultate von bestimmten Auswertungen können Sie kaufen. Wie zum Beispiel im letzten Sommer die Behauptung, Entschuldigung, Sommer vor einem Jahr war es bereits, 22, dass 14 Millionen Menschen gerettet worden seien durch die mRNA. Denn wenn man sich anschaut, wer hat denn das geschrieben, dann sind das Wissenschaftler, die alle on the payroll, auf der Payroll von Universitäten stehen, die ihrerseits ganz massive Gelder bekommen aus diesem Bereich. Für mich ist weniger die Frage wichtig, ja, wie haben sie es genau gemacht, sondern ganz klar die Methode. Die Methode muss doch sein, öffnen Sie den Wettbewerb der Ideen. Das ist die Basis, auf der unsere Kultur, unsere Wissenschaft, unser Erfolg überhaupt als Menschheit beruht. Traditionsgemäß, seit es den Menschen gibt, lernt er aus Fehlern. Er muss lernen können. Und das ist es als, gilt es als Prinzip festzuschreiben, dass man soll ergebnisoffen an jedes Problem herangehen dürfen. Alles andere ist ein Rückschritt ins Mittelalter. Gut. Frage hier. Ja. Kurze Frage, kurze Antwort. Ja. Ja. Es ist eigentlich keine Frage, aber ich meine, jetzt haben wir die Medien angesprochen. Das andere sind ja völlig korrumpierte Politiker. Ich meine, an oberster Stelle Ursula von der Leyen, ich meine, die dick mitverdient. Mit 35 Milliarden, was einfach verschwunden ist. Und ich würde behaupten, das ist nicht die einzige, ich meine, die da ordentlich mit absandt. Und ich meine, das ist auch ein Thema, was ich aus meiner Sicht angesprochen werden muss. Ich meine, es laufen Verfahren gegen sie, aber ich meine, letztendlich kommt nichts raus. Die Geschichte ist noch nicht vorbei. Strafrechtliche Verfahren sind gestartet worden, die laufen. Es werden immer mehr Menschen und immer mehr Politiker immer stärkeren Druck ausüben. Das Ergebnis wird am Ende sein, man wird es herausfinden. Frage ist wann. Ich konzentriere mich auf das, was jetzt auf dem Tisch liegt, worüber wir jetzt sprechen müssen. Und das natürlich gehört zum ganzen Thema Aufarbeitung, das von diversen Juristen, auch sehr vielen tüchtigen Rechercheuren ganz stark betrieben wird. Meinen Bereich kennen Sie auch. Ich nenne das jetzt hier nicht, aber ich leiste auch einen gewissen Bereich dazu, Stichwort Swissmedic. Das gehört alles dazu. Aber hier ist das Thema Demokratie, Schädigung der Demokratie durch eine behauptete Pandemievorsorge. Und wir haben diese Anpassungsvorschläge auf dem Tisch. Es ist nur ein Teil, den wir hier zeigen konnten, ein kleiner Teil. Und hier müssen wir unbedingt alles dran setzen, die Medien in die Pflicht zu nehmen. Wir müssen vielleicht auch ein Stück weit sagen, so, Moment mal schnell, könnt ihr uns eine Zeit in der Geschichte unseres Landes, unseres Kontinentes oder der Menschheit zeigen, wo eure Vorstellung von hoheitlicher Wahrheitsverbreitung von oben nach unten zum Erfolg geführt hat? Ja? Und eine Basis für Frieden und für Demokratie war? Das gab es nicht. Ja? Das ist eine Manipulationsmaschinerie. Das muss ein Ende haben. Und das müssen wir durchsetzen. Friedlich natürlich, ganz klar friedlich, aber mit mehr Nachdruck. Ich darf jetzt doch eine Lanze brechen für die Medienschaffenden. Das ist mir doch ein Anliegen. War auch ein Thema in Davos am WEF, da hat es geheißen, wir müssen aufpassen, dass wir die Kontrolle über die Medien nicht verlieren. Und das heißt, sie sind sich bewusst dessen und es gibt mittlerweile zahlreiche junge Start-up oder Plattformen, wo man sich wirklich gut informieren kann. Ja. Man hört es ja sehr viel, dass Menschen auch hier sagen, ja, ich verfolge die Zeitung, wurde da genannt, ich lese das nicht mehr, Nachrichten nicht mehr. Und ich denke, da ist einiges in Bewegung. Jetzt die Dame. Ja. Drei ganz kurze Bemerkungen. Die erste, ich habe mich in den letzten Tagen intensiv mit George Orwells 1984 wieder beschäftigt. Dort kommt das Wort Double Speech vor. Und das ist genau das, was hier betrieben wird. Double Speech, das ist Doppelrede, das heißt Doppelmoral. Es wird nach außen so getan, als ob es für die Menschen, für die Gesundheit der Bevölkerung gedacht wäre. In Wirklichkeit ist es das Gegenteil. Zweitens, schon 2020 hat Giorgio Agamben aus Italien, ein berühmter Philosoph, eigentlich Strukturalist und so weiter, gesagt, je mehr von diesen Notständen ausgerufen werden,
desto weniger bleibt von der Verfassung übrig. Jeder Notstand schneidet ein Stück der Verfassung weg. Drittens, es gibt, glaube ich, in ein oder zwei Monaten auf der EU bereits die biometrische Erkennung zugelassen. EU lässt die biometrische Erkennung zu. Wir werden mit allen möglichen Methoden, ich weiß nicht, wo die dann versteckt sein werden, diese Kameras, auf jeden Fall, wir werden biometrisch erfasst. Fertig. Mehr habe ich nicht zu sagen. Keine Frage. Gut, gestoppt. Vielleicht wird mir kurz gefragt und dann kurz geantwortet. Ja, ganz kurz, zwei Fragen hintereinander. Erstens, Tedros Ghebreyesus. Konnten die Vorwürfe wegen der Beihilfe zur Massentötung an Stammesminderheiten in Äthiopien wirklich und glaubhaft entkräftet werden? Ist eine Frage. Das Verfahren läuft noch, dazu kann ich nichts sagen. Der soll dann über die Weltgesundheit entscheiden, diese zweifelhafte Figur. Also wenn jemand anderweitig in so etwas verwickelt wäre, wäre es undenkbar. Genau. Die zweite Frage ist, wie kann es im demokratischen Verständnis eines einfachen Menschen, wie ich es bin, ich bin Musiker vom Beruf, wie kann es möglich sein, dass ohne einen Volksentscheid die Souveränität eines Staates, in dem Fall ich komme aus Österreich, einfach abgegeben wird durch zum Teil nicht gewählte Regierungsmitglieder. Wir haben einen Bundeskanzler, der nicht gewählt wurde. Ja. Genau. Also okay. Genauso sollten Sie mit Ihren Mitbürgern sprechen, wie dieser Herr gerade soeben. Das führt dann zu den notwendigen Debatten und das ist ja das, was ich auch versucht habe zu erklären, anderen Worten. Ja, was die Ursachen dahinter sind, wie gesagt, ich habe natürlich auch nicht Einblick in die Hinterzimmerstrukturen, aber es ist offensichtlich, dass da Geld im Spiel ist, es ist Macht im Spiel, es ist Beherrschung im Spiel. Unsere Politiker ganz oben, die respektive Regierungsvertreter im europäischen Raum, meine ich jetzt, nicht hier, explizit nicht hier, führen sich auf wie Marionetten. Ja, wie Marionetten. Sie lassen keinen eigenen Willen erkennbar. Ganz kurz, der Plan war, dass wir um 9 spätestens schließen, das wäre in 5 Minuten. Ich will nicht unhöflich sein, aber es gibt welche, die nach Hause wollen. Hier die Frage, die Dame. Kurz. Dann halte ich mich kurz. Danke für den Vortrag. Ich habe vernommen, hier sind Politiker anwesend aus Liechtenstein. Ich freue mich sehr darüber. Das versuchen wir in Vorarlberg auch. Die Gespräche sind schleppend. Ja? Ich habe euch eine Frage. Warum wollt ihr zu WHO? Wer hat gesagt, dass wir zur WHO wollen? Das ist cool. Ja, das kann ich bestätigen. Also das ist kein Thema derzeit. Zumindest nicht im Parlament. Kein Thema. Gut. Noch eine kurze Frage da hinten. Oder da. Bitte kurz. Ich habe noch eine Anschlussfrage an Liechtenstein, weil Liechtenstein ja nicht WHO-Mitglied ist, aber in Anbetracht dessen zum Zollanschlussvertrag zur Schweiz und dem untergelagerten Epidemiengesetz. Was sagen Sie dazu? Spielt es überhaupt eine Rolle für so einen kleinen Staat in Bezug auf das gesetzliche Konstrukt mit dem Zollanschlussvertrag, ob der Liechtenstein überhaupt Mitglied ist oder nicht? Ja, also Mitglied bei der WHO meinen Sie jetzt? Oder wo meinen Sie Mitglied? Ja, ja. Theoretisch bestünde ja die Möglichkeit, dass jemand heute den Saal hier verlässt und sagt, ich bin Liechtensteiner, Liechtenstein ist nicht WHO-Mitglied, interessiert und tangiert uns nicht. Mhm. Und diese Eventualität möchte ich mit dieser Frage gegebenenfalls aus dem Raum räumen. Also die Umsetzung innerhalb von Liechtenstein, die muss von liechtensteinischen Anwälten beantwortet werden. Was ich sagen kann, ist, was Sie gerade hervorgehoben haben, Liechtenstein ist nicht Mitglied der WHO, hat auch noch keinen WHO-Vertrag unterzeichnet. Allerdings hat sich im Jahr 2012 ebenfalls als Unterzeichnerstaat der internationalen Gesundheitsvorschriften offiziell deklariert. Und
Hier ist es dann die Frage, wie werden diese internationalen Gesundheitsvorschriften ins nationale Recht überführt? Muss das geschehen durch einen separaten Akt? Das müssen die liechtensteinischen Politiker und Anwälte evaluieren und müssen das wissen. Aber entscheidend ist, Sie haben auch gefragt, Epidemiengesetz, Verknüpfung mit der Schweiz. Sie haben danach gefragt, gibt es einen Automatismus quasi, oder? Und da gab es ja einen hervorragenden Entscheid hier in Liechtenstein von Ihrem Staatsgerichtshof, welches auf Eingabe eines tüchtigen Bürgers, der gesagt hat, 2G ist nicht, also die Regelung 2G, im Gleichtakt mit der Schweiz übrigens, das war genau gleichzeitig, um den Mitte Dezember 2021 herum, dass das nicht verfassungsmäßig ist, dass keine ausreichende gesetzliche Grundlage bestand. Und der Vorteil, das habe ich aus diesem Urteil entnehmen können, in Liechtenstein, gemäß Verfassung, kann man Verordnungen der Regierung anfechten. Man kann sie gerichtlich überprüfen lassen. Das kann man in der Schweiz nicht. Man hat nicht die Möglichkeit, Verordnungen des Bundesrates einer abstrakten Normenkontrolle zu unterziehen. Hier konnte man das und hier hat Ihr oberstes, höchstes Verfassungsgericht absolut zutreffend gesagt, es gibt gar keine ausreichende gesetzliche Grundlage. Also das mit dem Zollvertrag und mit dem Epidemiengesetz verhebet nicht, oder? Ja, es gibt also in dem Sinn keinen Automatismus und bitte glauben Sie auch nicht, dass es einen Automatismus geben wird. Seien Sie sich Ihrer eigenen Souveränität bewusst und sorgen Sie dafür, dass Sie das durchsetzen können. Grenzen Sie sich ganz klar ab und denken Sie nicht, Sie seien jetzt quasi im Kielwasser der Schweiz sowieso verpflichtet, alles zu wiederholen, was die Schweiz auch an Fehlern begeht. Sie haben eine eigenständige... Ist doch eigentlich ein wunderbares Schlusswort. Eine letzte ganz dringende Frage, ja, also einfach noch, für Medienvertreter gibt es nachher die Möglichkeit, Interviews mit Philipp Kruse zu führen, teilweise ist das schon vor dem Vortrag gemacht worden. Ich möchte trotzdem jetzt bitten, dass wir mit Blick auf die Uhr Rücksicht nehmen auf die, die morgen früh raus müssen, 21 Uhr, Also, Jochen. Wer entscheidet in der Schweiz, ob man diese neuen Bestimmungen, ob man dazu stimmt? Ist das der Bundesrat? Ist das das Parlament? Gibt es eine Möglichkeit eines Referendums? Also, das gibt mir gleich die Gelegenheit, mit zwei Sätzen meinen Vortrag zusammenzufassen. Formalrechtlich betrachtet, auch gemäß WHO-Verfassung, sind die internationalen Gesundheitsvorschriften sind technische Vorschriften. Die werden wie beschlossen durch die Weltgesundheitsversammlung und nachher als Automatismus gelten sie automatisch. In der Schweiz, Bundesverfassung 190, ist das automatisch höher anzusiedeln als Bundesgesetze. Es braucht kein Umsetzungsgesetz. Eben. So, aber das ist jetzt die formelle Betrachtungsweise. Das Ziel meiner Ausführung besteht darin zu sagen, es sind eben nicht technische Vorschriften. Es ist alles andere als technische Vorschriften. Diese Anpassungen greifen ganz tief in die Eingeweide unserer Verfassung ein. Die Grundpfeiler der Demokratie werden hier beschädigt, weil sie aufhebbar gemacht werden, ohne dass man sie selber noch schützen könnte. Und deshalb gehört das vors Volk. Es muss zwingend ein obligatorisches Referendum geben. Ich persönlich bin sogar der Meinung, dass man über solche grundlegenden Säulen der Demokratie überhaupt nie verfügen darf. Die darf man nie abgeben. Nie. Oder? Und aber um das klar zu machen, das ist, Sie sehen, ein großer Gap zwischen der offiziellen Meinung und dem, was in der Zeitung steht, einerseits, in den offiziellen Zeitungen, Entschuldigung, ja, und andererseits dem, was wir hier hören. Und diesen Gap müssen wir überbrücken. Das heißt, es ist unsere, sagen wir mal, wir haben keine andere Wahl, als das den Menschen zu verdeutlichen, passt auf und schaut hinein, was dort tatsächlich drin steht in diesen Gesundheitsvorschriften. Und das hat verfassungsändernde Wirkung. Also müssen wir es auch behandeln wie eine Verfassungsänderung. Das ist meine Botschaft.
Also Signal vom Präsidenten, Erich Striesner, hier Gemeinderat, hat gesagt, zwei Fragen und dann schließen wir ab. Okay. Ich komme aus Österreich und habe vor kurzem erreicht, dass die Reiseverordnung nachträglich als verfassungswidrig aufgehoben worden ist vom Verfassungsgerichtshof. Oh. Oh. Weil es keinerlei Materialien, es gab keine Konsultation, es gab kein Gutachten, es gab nichts im Verordnungsakt. Das Problem ist aber dann, wenn die ein paar Alibi-Aktionen setzen, dann ist es nicht mehr anfechtbar, weil der Verfassungsgerichtshof keine Tatsacheninstanz ist. Wir müssen schauen, dass wir die Gerichte dazu bringen, dass sie Tatsachen ansprechen. Und das ist das, was Sie gesagt haben am Beginn der Diskussion, dass wenn das Gericht sagt, wenn das ist da drüben und das ist sozusagen ermessen und dann kann man nichts mehr tun. Genau. Das ist, da muss man ansetzen, dass die Gerichte ernsthaft ihre Prüfung durchführen und nicht bloß formal agieren. Genau. Danke. Und Finale. Ja, guten Abend. Mich würde interessieren, wie viele Staaten müssen diesen Vertrag, diesen neuen Vertrag ablehnen, damit er nicht in Kraft tritt? Damit er überhaupt gar nicht angenommen wird von der WHO-Versammlung, 50% oder 51% müssen ihn nicht annehmen oder ablehnen, genauer gesagt. Ablehnen, ablehnen. Dann wird er gar nicht erst auf der WHO-Ebene angenommen. Und wie schaut Sollten das aber mehr aus? Als 50% Ja stimmen, dann kommt der Mechanismus, es würde für alle automatisch in Kraft treten, automatisch nach 12 Monaten, wenn nicht innerhalb von 10 Monaten Ihr Staat, Liechtenstein zum Beispiel, ausdrücklich erklärt, wir weisen es zurück zur Rückweisungserklärung. Dann würde es für Liechtenstein nicht gelten, also nur für den Staat, der diese Zurückweisungserklärung abgibt. Das sind diese zwei Punkte. Gibt es eine Tendenz oder weiß man schon 50? Ich höre einfach auf dem Latrinenweg aus verschiedensten Quellen, dass immer mehr Staaten unzufrieden sind. Sehr viele nicht aus diesen Gründen, sondern siehe NZZ, doppelseitiger Artikel, 23. Dezember. Es gibt durchaus noch andere Gründe, um gegen den Pandemievertrag in diesem Fall zu sein, nämlich ökonomische Gründe. Da gibt es nämlich ganz klare Hinweise darauf, dass die WHO auch in die Wirtschaft und in die Finanzen der Staaten direkt soll eingreifen können. Also Planwirtschaft, ja. Wo werden welche Vakzine produziert und so weiter. Ja. Das ist die Abschlussfrage. Ganz also erstmal Gratulation für Ihren Mut. Ich frage mich, warum gibt es nicht... Warum gibt es nicht mehr Leute aus Ihrem Stand oder ich komme aus der Medizin, da gibt es ja auch wenige mit Rückgrat, die sich nicht wirklich, hinstellen. Wie ist es unter Ihren Kollegen? Mhm. Sind Sie auch angefeindet worden? Werden Sie auch angefeindet, wie Leute, die aus der Medizin kommen und eine andere Haltung dazu haben? Das müssten die anderen Leute fragen. Die generelle Antwort meiner Kollegen, mit denen ich hier und da noch zusammenkomme, ist, es ist ja nicht so klar. Also man weiß ja nicht richtig, was man glauben soll. Und dann sage ich, Moment mal schnell, aber was muss denn noch passieren, damit du selber recherchierst? Ja. Damit du selber recherchierst, liebe Freunde. Ja. Lockdown hat es noch nie gegeben in der Geschichte der Menschheit. Da warte ich nicht, bis die Erklärung in NZZ, Tagesanzeiger, Blick und Tagesschau kommt. Darauf warte ich nicht. Ich will das selber wissen. Wie gefährlich war es wirklich? Weil es ist meine Existenz, die auf dem Spiel steht. Die Existenz meiner Kinder, meiner Kunden. Also will ich wissen. Und ich habe recherchiert bis zum Abwinken. Ohne Unterlass. Und Sie auch. So, und das ist ein Grundbedürfnis. Das gehört zur Selbstverteidigung, zum mündigen Menschsein gehört es dazu. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Ja. Also, okay. Okay, bitte. Bitte. So, und jetzt das Schlusswort gehört dem Mann, der diesen Vortrag eigentlich ermöglicht hat, Dr. Christian Presole. So. Ich möchte nur ganz kurz sagen, dass
das, was der Philipp da macht und wie er die letzten zwei Jahre schon läuft für das WHO-Thema und wie viele Leute er für dieses Thema begeistert und informiert. Ja? Also das haut mich immer wieder aus den Socken, wenn ich so formulieren darf. Ich kann Ihnen nur sagen, dass er letztes Jahr im Juni eine Konferenz in Köln organisiert hat mit 55 Anwälten, die dann schlussendlich gekommen sind aus 11 verschiedenen Ländern. Ich durfte selber dabei sein und seitdem laufe ich auch für dieses Thema, aber das alles nur dank ihm. Ja, also der Herr stellt so viel auf die Beine, also bitte einen ganz großen Applaus für ihn. Herzlichen Dank für dich. Danke für deine ganze Bemühung. Danke dir. Ihr Applaus. Vielen Dank. Ganz eindrücklich. Philipp Kruse. Ja. Vielen herzlichen Dank. Tragen Sie die Botschaft hinaus, auch die Politiker. Danke. Kritisch danke, sein. Ich sage nicht, dass das die Wahrheit ist, aber ja. Ich würde doch empfehlen, dass man das hinterfragt. Und er hat einleitend gesagt, darum prüfe, wer sich nicht ewig, aber immer im Binde. So, am Schluss noch ein Dank dem Hausherrn, dem Direktor der Musikschule, der Liechtensteinischen Musikschule, Klaus Beck. Der hat ganz spontan zugesagt, nicht selbstverständlich in Zeiten wie diesen. Wir haben das leidvoll erlebt. Die Freunde in Vorarlberg haben das auch erlebt. Dr. Erwin Rigo, tolles Symposium organisiert. Da ging es nur um das Thema Bildung und das war schon suspekt. Und zum Glück gab es dann Christian und Bettina Beer in Dornbirn mit ihrer Factory. Toll. Euer Beitrag für die Meinungsvielfalt. Solle Leute, ganz stark und Dankeschön also der Liechtensteinischen Musikschule. Und Sie wissen, manche Dinge sind unbezahlbar, zum Beispiel dieser Vortrag von Philipp Kruse. Und für alles andere gibt es eine Spendenbox. Also, wenn Sie rausgehen, schauen Sie vorbei, wir haben gratis Eintritt. Wir hoffen, dass wir die Arbeit für Aufklärung und Aufarbeitung weiterführen können. Wir sind sehr froh, dass durch Lauter Erdbrenz hier aussagt, er will das auch aufgearbeitet haben. Vielen Dank auch den Politikern, die hier gekommen sind. Dankeschön auch allen aus auswärtigen Gästen. Vielen Dank und auf Wiedersehen gerne bei anderer Gelegenheit. Dankeschön, kommt gut nach Hause. Danke. Also, herzlichen Dank. Super.